Moin, moin, herzlich alle und willkommen zu genau richtig FIFA Let's Play, FIFA 17. Dass er erstmal wegblenden muss und dann hinblenden, egal. Wir spielen als nächstes nicht gegen Stoke City. Heute ist wieder als erstes die zweite Liga dran. Und dann schauen wir wieder, wie es denn heute in der zweiten Liga läuft. Und zwar für Newcastle nicht gut. Leicester hat gewonnen. Ja, drei Punkte damit schon voraus. Das wird schwierig mit dem Aufstieg. Andersrum. 25. Spieltag, da ist ja noch einiges offen. Ja, Platz 6 ist natürlich nicht optimal. Jetzt als nächstes geht es für Newcastle gegen Shakhtar Donetsk, dem Absteiger der letzten Saison, die diese Saison nicht um den Aufstieg spielen. Ja, Platz 8 aktuell. Und damit sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Heute geht's gegen Chelsea London. Wird kein einfaches Spiel. Aufstellung, hatte ich schon letztes Mal gesagt, behalten wir ja so, haben wir ja extra so umgestellt für dieses heutige Spiel gegen Chelsea. Ja, die große Frage ist ja die, ob wir Motta da wirklich, also ich glaube, wir stellen Rapuit wirklich lieber hin als Motta. Es ist mir ehrlich gesagt lieber, dass wir hier jetzt hier zwei relativ schnelle Spieler haben, die gegebenenfalls auch aushelfen können. Und hier für die Defensive, boah, Ferrati ist ja immer noch verletzt und Matuidi ebenfalls. Also wir haben einfach ein Mittelfeldproblem und dieses Mittelfeldproblem, das muss dringend irgendwie behoben werden. Und ich hoffe, möglichst auch bald. Denn der nächste Spieler hat sich ja auch verletzt. 4 Wochen fällt er nämlich aus. Und oh, man hört das so ein bisschen in meiner Stimme. So ein bisschen Verunsicherung ist drin. Also, heute spielen wir gegen Chelsea. Wir spielen heute im Heimdress. Chelsea darf heute im Alternativdress spielen, weil das sonst einfach viel zu schwierig ist, auseinanderzuhalten. Ich gebe es zu. Ja, es ist einfach viel zu schwierig. Müssen wir nicht drüber thematisieren, ob jetzt, wie jetzt, warum jetzt. Man hätte ja auch Chelsea in Blau spielen lassen können, aber nee, komm. Die dürfen jetzt alternativ spielen und gut ist. So. Schießübungen. Ja, gegen Courtois ist das natürlich immer so eine Sache für sich. Ja, machen wir nicht. Heute nicht. Heute mal nicht. Und damit willkommen aus Paris, aus dem Parc de Princes. Gegen Chelsea London. Das wird echt schwierig. Gegen die Londoner. Tabellenvierter sind sie momentan. Die kratzen dran am Platz 3 mit dem Sieg gegen uns. Oder sie spielen besser gegen Atletico. Könnte es natürlich sein, dass es heute Platz 3 gibt. Wir sind noch früh in der Saison. Naja, so früh sind wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben erst vor kurzem gegen Chelsea gespielt. Damals, glaube ich, ein 0-0. Nichts passiert. Unten in der Infobox habe ich das bestimmt schon hingeschrieben. Chelsea, die zweitbeste Abwehr der Liga. Ja, West Bromwich war es auch. Von daher, die drittbeste. Ne? Drittbeste Abwehr der Liga. Wieder so Bollwerk-Ding. Wird heute wieder schwierig. Ja, gegen West Bromwich im letzten Teil hatte ich ja schon gesagt. Wird schwierig. Und später haben wir gewonnen mit 1-0. Da lief einfach auch alles im Abschluss, Gott sei Dank, positiv für uns. Muss man sagen. Also das Spiel war eher schlecht gelaufen. Und ja, natürlich dann suboptimal. Dazu müssen wir uns hier auch schon mal vorbereiten auf den Immon Cup, der ja auch bald ansteht. Der steht bald an. Der ist am 7. Mai live. Das heißt, ihr kriegt die Videos ab 8. Mai. Auf das Spiel 8. Mai und so weiter und so weiter. Ja, es ist aber noch nicht so ganz klar, zu wie viel wir jetzt spielen. Ob wir jetzt wirklich zu 6 sind, wie es ja eigentlich am Anfang geplant ist. Oder nur zu 5. Oder nur zu 4. Oder wie auch immer. Alles noch offen. Ich habe einige Anfragen rausgesendet. An einige Neulinge. Also Neulinge, YouTuber-Neulinge. Die ich auch persönlich jetzt erst so ändern. Und ja, wir schauen einfach mal und damit willkommen zum Spiel zwischen Paris und Chelsea. Ja, wir spielen dann auch mit Paris das Immon-Turnier, habe ich ja schon angekündigt. Wir müssen uns dann schon mal irgendwie eine Taktik zurechtlegen,
bei diesem Turnier. Das wird auch nicht einfach, da glaubt mir mal. Also ich kann mir gut vorstellen, also klar, gesetzt sind die, die letztes Mal auch schon dabei waren beim Irmond-Turnier, inklusive bislang einem, der ja neu dabei ist, oder besser gesagt, schon mal bei Matchdays dabei war, aber noch nicht im großen Turnier, lag einfach daran, dass ja, allen möglichen Kram war. Zeit, keine Zeit gehabt oder. So, Lukas mit der Flanke, Courtois kriegt den ohne große Probleme. Und dann geht's jetzt in die andere Richtung oder auch nicht. Oder auch nicht, Cavani! Oder auch nicht! Edison Cavani, 5. Minute, wir führen! Das war echt schlecht von der Abwehr. Insbesondere hier von David Luiz. Das war nicht gut. Cahill macht das auch ganz schlecht. Glück für uns, dass die beiden Verteidiger, die beiden Innenverteidiger so ein bisschen rumgedöst haben wahrscheinlich. Die waren im Gedanken, ach, der Cavani, der trifft schon nicht. Das wird nichts. Paris ist eh oder eh so ein bisschen das Team in dieser Saison, was Ladehemmungen hat. Ja, aber hey, manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn. Und damit führen wir gegen den FC Chelsea. Überraschung, Überraschung. Die Münchner führen gegen Inter. Ist natürlich doof. So, genau. Ah, schade. Die Idee war eigentlich, dass wir hier schön quer durchpassen. Ja. Ja, aber hey, es passt bislang. Passt. Der Pass passt bislang. Bislang läuft es echt besser als Tagen, also am letzten Spieltag. Liegt auch ein bisschen gerade ein bisschen echt daran, dass David Luiz anscheinend heute nicht in guter Form ist. Das war jetzt auch so eine Situation, der hätte theoretisch zurückspielen müssen. In Richtung Courtois. Dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Ja, hier schon wieder ein Zweikampf verliert da, der Brasilianer. Flanke kommt, Kopfball auch, aber der wird geklärt von Ivanovic. Super Rechtsverteidiger, hatten wir ja auch schon. Er hat ja bei uns auch auf der rechten Verteidigerposition einen Stammplatz gehabt. Einer der wenigen Spieler, die auch hier jetzt noch bei Chelsea spielen. Diego Costa ja auch noch dabei. Auch von der Startaufstellung. Ich glaube, Hazard stellt heute auch nicht auf den Platz. So, Flanke kommt. Kopfball Rapuiz war nichts gut. War nicht gut. War auch nicht gut, aber der war auch sehr lang. Da muss man mal so sagen, der war zu lang. So. Da ist er wieder. Übergespielt. Cavani aus der Drehung. Ja. Komm. Da hätten wir ein bisschen anders spielen müssen. Aber so ist es okay. Munier klärt ihn ins Aus. Ja, unsere nächste Möglichkeit eines eines rechten Mittelfeldmanns, der Munier, der momentan ja erst auf die Verteidigerposition rutscht. Vorerst, Schalke führt gegen Marseille. Wieder 1-0. Vorerst erstmal die rechte Verteidigerposition bedeckt, weil ja momentan Di Maria auf rechts spielt. So, William. Gute Flanke. Boah. Wenn da ein Diego Costa gestanden hätte, dann wäre es richtig gut gewesen. So sieht das eigentlich echt dämlich aus. Sorry, aber es ist so. Das sah echt dämlich aus. Warum um Himmels Willen flankt er den darüber? Ich habe gesehen, dass er da hinten sich freiläuft. Aber der Ball war mir, das Spiel war mir zu lang. Ja, genau das meine ich damit. Das Spiel war mir viel zu lang und dann kommst du mit dem Risikoding. So, Möglichkeit hier jetzt zum Ausgleich und der war richtig gut geschossen. Lattentreffer.
Jetzt bloß nicht verunsichern lassen. Ah, David Luiz spielt heute keine gute Partie. Über den müssen wir heute gehen. Wieder so ein stümperhafter Fehler von ihm gewesen. Also über den müssen wir hier heute spielen. So, rausgespielt, Jesse. Ja, Ivanovic hingegen, der ist heute auf Höhe, ja. Passwerte, klar, Fabregas, einer unserer Top-Passgeber damals. Auf den unterschiedlichsten Positionen, ob es im defensiven Bereich war oder auch im offensiven Bereich, aber tendenziell eher im offensiven Bereich, weil er eben ein richtig guter Passgeber ist, der kann richtig schnelle Pässe spielen und dann, ja, ist der Gegner natürlich aufgeschmissen. So, ja, mit der Grätsche. Machen wir auch nicht oft. In letzter Zeit mache ich das ziemlich oft. Habe ich auch schon gemerkt. So, Lukas. Ja, wir müssen einfach wirklich über David Luiz ran. Aber da kommen wir nicht hin, weil da Cahill steht. Und die Chance zum 2:0. Und da ist er denn schon wieder, der Flop. So, wir können es leider nicht in der Wiederholung sehen. Da hat die Nummer 30 da schon wieder den nächsten Fehler gemacht. Also. Ei, 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 ei. So, Manndeckung. Guck mal. Null Manndeckung. Null. So, daraus müssen wir jetzt was machen. Möglichkeit, denkste. Trotzdem noch die Chance hier. Ja. 40 Minuten gespielt, jetzt kommt die Kontermöglichkeit. Wir spielen lieber, wir lassen es lieber so laufen. Maxwell macht das da hinten schon. Unsere Verteidiger, ja, man mag jetzt sagen, dass unsere Verteidiger nicht so gut sind, aber ganz ehrlich, nö. Die haben bislang einen guten Job gemacht. Ja, das eine Spiel gegen Tottenham, ja, komm, das war zu vergessen. Es ist einfach so. Das Spiel war zum Vergessen. Es lief nicht. Die Maria. So, ja. Und da begeht er das Foul. Und wer begeht das Foul? Genau der. Das ist heute keine gute Werbung für ihn. Absolut nicht. So. Cavani soll ihn schießen. Cavani. Mit der Möglichkeit. Und drin. Dankeschön. So geht das. Ja, ja, mit den Elfmeterschießen, so geht das. Naja, er war aber echt nicht gut geschossen. Muss man sagen. Ja, normalerweise, klar, schießen wir in die rechte Ecke aus Sicht von Courtois. Aber das wusste er auch, dass wir da hinschießen. Und dann haben wir es dann absichtlich mal nicht getan. Haben wir es mal nicht getan. Er hat seinen nächsten Treffer geschossen. Edison Cavani, 8. Treffer im Turnier. 45. Minute. Wir führen 2:0 gegen Chelsea. Also, wenn ich der Trainer von Chelsea wäre, ganz klar der Wechsel in der Defensive. Ganz klar. Die Nummer 30 hat heute einfach nicht sein Spiel. Der muss gleich vom Platz. Am liebsten, also ich würde auch so eine Taktik jetzt am liebsten so einstellen. Geht das überhaupt? Wir können ja gleich mal gucken, ob es geht. Also wir führen hier zur Halbzeit mit 2:0. Ja, bislang hält des Tages Cavani. Klar. Der macht gutes Spiel heute. Hat zwar auch schon eine, hat glaube ich schon eine Chance liegen gelassen, aber das ist immerhin egal. Wenn du am Ende gewinnst, weißt du. Ich sage ja immer so gerne, wenn du jedes Spiel 1:0 gewinnst, wirst du auch Meister. Ist einfach so. So, die Münchner stehen unentschieden in Mailand. Das ist super. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob es irgendwie sowas in der Art gibt, dass wir nur an bestimmten Leuten, also zu bestimmten Leuten gehen können. Dass wir irgendwie Passwege zustellen, Abwehrkette unter Druck setzen. Auch gut. Klingt schön.
setzt die gegnerische unter Druck. Ich würde schon fast sagen, dass wir das nämlich jetzt mit den beiden Verteidiger, mit beiden hier machen. Dass die beiden das so machen, dass sie die vorne jetzt völlig unter Druck setzen. Weil die Abwehr scheint heute nicht wirklich auf dem sichersten auf der sichersten Position zu stehen. Es ist einfach so. Die stehen beide da. Also beide in der Innenverteidigung stehen nicht auf guten Fuß heute. Während Azpilicueta auf der einen Seite, auf der linken Seite, überhaupt nichts zu tun hat, weil wir eben nicht über Di Maria gehen. Das können wir jetzt mal versuchen. Oder über, ja, Di Maria gehen sollten. Oder es ja sein lassen sollten. Oh, William. Gut. Ja, aber da macht unser hier, unser Mittelfeldmann auch gut. Unser Rapuit. Matic. Ah, das ist ein bisschen zu hektisch. Das ist zu hektisch. Das ist zu hektisch. Und das ist ein Abschluss. Die Quittung für zu hektisch. Check Fabregas, ja. Wenn nicht er, wer dann? Naja. Ist ärgerlich. Wir bleiben heute nicht zu null. Aber dafür kannst du nicht. Ja, dafür kannst du. Dafür kann die Verteidigung. Nein, Trapp dafür was. Nein, kann er auch nicht. Niemand kann dafür was. Klar, der geht ein bisschen davon aus, dass der Ball so ein bisschen in die Mitte geht. Aber nein, das geht da nicht. Ja, kannst du jetzt vielen die Schuld geben für das Gegentor. Aber am ehesten war das eben diese Hektik in der Verteidigung, die ich da ein bisschen zu sehr gemacht habe. Das muss nicht sein. So eine Hektik. Wir führen hier. Wir brauchen nicht hektisch spielen. Wir brauchen nicht hektisch spielen, wir brauchen jetzt hier nicht euphorisiert spielen. Jetzt wird wahrscheinlich der Gegner so ein bisschen eine Hoffnungsschimmer haben. Das ist natürlich so ein bisschen doof, dass sie jetzt Hoffnungsschimmer kriegen. Und natürlich setzen sie uns jetzt früh unter Druck, aber das Gute dabei ist, dass wir hier jetzt dann auch kombinieren können. Ja, können, aber nicht müssen. So, Möglichkeit hier jetzt. Zum Ausgleich. Und der ist noch heiß. Noch ist er heiß und Trapp zur Stelle. Dankeschön. Ja, kein guter Pass. Das war viel zu viel Risiko reingeschlägt. Im Spiel, wo wir kein Risiko mehr reinlegen müssen. Wir können dieses Spiel jetzt runterspielen. Eigentlich müssen wir das runter sogar. Wir müssen es nur noch runterspielen, das Spiel. Ja, die Abwehr hat da immer noch Probleme. Die Abwehr da hinten hat immer noch Probleme. Ich sehe. Ja. Bleibt er da stehen, macht er richtig. Macht er gut. Silva und Maxwell. So, jetzt vielleicht nämlich nächstes Aufbauspiel. Ja, jetzt. Ja, die Idee war wieder. Weißt du, das ist das mit den Ideen, weißt du? Spielen sie jetzt auf Bollwerk da hinten? Ja, spielen sie auf Bollwerk und das kannst du natürlich aushebeln. So, Möglichkeit hier jetzt für Cavani. Wir wechseln. Da hätten wir besser abspielen müssen. Muss einfach sagen, muss man mal so sagen. Hätten wir abspielen müssen. Rapuit verlässt den Platz. Dafür kommt jetzt Motta rein. Unser anderer Spieler hier. Ngungu. Der macht das gut. Der macht das gut. Das muss man auch mal so sagen. Er ist eigentlich nur Ersatzspieler. Das ist auch, glaube ich, sein erstes Spiel jetzt. Ja, hätten wir nochmal versuchen sollen. Nämlich zu Jesse und der hätte weiterleiten können zu dann Lukas, weiß ich nicht, Wechsel. Auf jeden Fall auch beim FC Chelsea. Miguel verlässt den Platz, Oscar kommt rein, der spielt ja auch nicht mehr bei, in echt bei Chelsea, der spielt ja jetzt mittlerweile in Asien. Ja, den hat es auch dahin verschlagen. Also
Viele, viele hoffen ja mittlerweile, dass dann die chinesische Liga nächstes Jahr dabei ist. Glaubt nicht. So, Kopfball! Ja, Ding zu hoch! Ding zu hoch von Meunier! Als Rechtsverteidiger, den trifft er da schön, aber der war eben ein Ticken zu hoch und dann geht der Ball ihm dann über den Kasten rüber. So, kein nächster Wechsel. Ich hätte ein bisschen erwartet, dass jetzt nochmal ein Wechsel kommt von Chelsea, weil eben die Möglichkeiten da sind. Klar, die haben jetzt einen Defensiv rausgetan, dafür einen Offensiven reingetan. So, und die wollen jetzt, ja, jetzt spielen sie die klassische Taktik, die ich eigentlich nicht so gerne hab. Aber ich verrate sie euch nicht. Vielleicht spielt der ein oder andere noch gegen mich. Möglichkeit, Kevin Trapp zur Stelle. Dankeschön. Oh, eine Möglichkeit. Ja. 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 Was haben wir in der zweiten Halbzeit falsch gemacht? Was machen wir in der zweiten Halbzeit falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir die beiden da jetzt eine Anweisung gegeben haben. Das heißt, wir stellen die jetzt nicht mehr unter Druck. Und wechseln auch aus. Ben Arfa kommt rein für Lukas. Ja, 2-2. Spiel wieder offen. Da war die Euphorie zu hoch. Ja, da war die Euphorie zu hoch. Und dann kassieren wir zwei Dinger gegen den nächsten englischen Kandidaten, ey. So, Wechsel. Ja, Stürmer raus, neuer Stürmer rein. Komm, wir brauchen jetzt jemanden, der jetzt ein ordentliches Sprinttempo hat. Unser Nate-Joker. So, Ben Arfa soll es jetzt machen. Ich bin auch gerade am überlegen, eventuell die Taktik umzustellen. Wir haben die 74. Ne? Du kannst jetzt, also theoretisch müsstest du jetzt umstellen, damit du das da noch hinkriegst. Ja, wir stellen jetzt auch um. Auch dann gleich der nächste Wechsel direkt. Pastore kommt rein. Und zwar auf diese Taktik hier, auf die 5-Taktik. Das heißt, die Maria, ja, das ist die große Frage. Die Maria soll ja, glaube ich, ja, er ist nicht so defensiv angehaucht, ne? Das ist doof. Motta schon, aber du kannst nicht Motta jetzt in die Mitte stellen. Weil wenn du Motta jetzt in die Mitte stellst, dann brauchst du jemanden in der Mitte, der theoretisch gut genug den ganzen Ablauf hier, der hier nicht gedeckt ist, den musst du dann jetzt abdecken. Andersrum? Ja, komm. Doch, wir haben 2-0 Führung aus der Hand gegeben. Also, da müssen wir jetzt auch logischerweise jetzt auch so reagieren, dass wir diese 2-0 Führung, das muss er erstmal hinkriegen, eine 2-0 Führung aus der Hand geben. Aber das sind auch zwei Fehler gewesen, die nicht sein mussten. Das muss man auch so honorieren. Das ist einfach so. Es sind Fehler passiert, die nicht sein mussten. So, Freistoß Chelsea. Also, das sind, ja, musste nicht sein. Die haben uns einfach eiskalt, ja, ganz mit Ruhe und Bedacht ausgekontert. So, Möglichkeit, denkst du. War auch abseits, ja. Hätte aber jetzt auch sein lassen können. Hätte jetzt auch gut und gerne sein lassen können. Es war abseits. Naja, also gut. Kannst du so. So, Wechsel. Jetzt kommt Eden Hazard rein, ja. Also klar, für die letzten Minuten brauchst du auch einen schnellen Spieler. Habe ich eben auch schon gesagt. Haben wir auch gemacht. Jetzt haben sie einen schnellen Spieler drin. Ach, ja. Das wird schwierig. Können nicht volles Risiko gehen. Wir können nicht volles Risiko gehen. Das kann nach hinten losgehen.
So, Di Maria. Gut gemacht. Jetzt die Chance hier und dann fälscht er ihn ab. Hey, das ist doch nicht zu fassen. Jetzt machen wir das. Volles Risiko. Dann fälscht er ihn da ganz dämlich ab. Das ist nicht zu glauben. Also, nee. Volles Risiko. Komm, hau nach vorne das Ding. Irgendwie muss das schon hinhauen. Dann fälscht er ihn auch noch so ganz dämlich ab. Klar, alle mal nach vorne. Wir wissen ja, woran wir, warum wir diese zwei Punkte verloren haben. Aus Nervosität. Wenn es jetzt drei. Das wär's. Das wär's hier noch, wenn wir hier noch drei Punkte aus Nervosität verlieren, ey. Ja, kein Elfmeter. Ja. Ich wollte den ein bisschen haben. Ja, Ivanovic kann ihn rausklären und nicht zum Eckball, sondern zum Einwurf. Oder doch zum Eckball. Es scheint doch Eckball zu sein. Doch Ecke für uns. Vielleicht die letzte Möglichkeit, hier jetzt noch den Big Point zu setzen. Ecke Di Maria. Ecke kommt. Ecke geklärt. Kopfball. Nächste Möglichkeit. Ja, da läuft sich da keiner frei. Natürlich doof. Ja, und es gibt Abstoß. Ach, Mann, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich. Da führst du 2-0 gegen Chelsea. Und dann sowas. Wir haben uns einfach zu sehr lustig gemacht. Ja, ich habe mich zu sehr lustig gemacht. Und es tut mir auch leid an alle Fans, die von David Luiz uns zu sehr lustig gemacht haben über ihn. Aber er hat einfach eine katastrophale erste Halbzeit gespielt, muss man sagen. Katastrophale erste Halbzeit. Wir insgesamt eine katastrophale zweite. 2-2 unentschieden. Ja, das 2-0 mache 2-2. Ärgerlich, ja, aber... Oh. Sowas passiert, ne? Sowas passiert, sowas sollte nicht passieren, sowas passiert, weil eben dann zu hektisch geworden und... So... Oh. Eigentlich musst du dieses Spiel nur noch runterspielen. Du musst nur dieses Spiel nur noch runterspielen. Dann Abschluss machen wir es nicht. Wir spielen das Spiel nicht runter. Die Münchner gewinnen gegen Mailand. Wir spielen das Spiel nicht runter. So, damit sind die Münchner Erster. Ja, weil sie eben mehr Tore erzielt haben. Cech fällt für 7 Tage aus. Das heißt, als nächstes kommt dann Ospina ins Tor. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, ist ärgerlich, klar, aber was ist das? Ja, das nächste Doof ist ja auch noch, dass das momentan hier Ben Arfa nicht trifft. Ne? Das ist natürlich auch ärgerlich. Ist ärgerlich. Ja. So. Obwohl, ja, komm. Ferrati ist wieder fit. Ferrati ist wieder fit. Geile Sache. Dann machen wir den, nehmen wir den nämlich wieder rein. Für... Na gut, genau. So. Ferrati darf auch direkt wieder spielen. Ist einfach so. Und damit verabschiede ich mich meinerseits. Ja, in einem Spiel, was jenseits des Guten und Bösen ist von mir. Aber so, das ist FIFA eben manchmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.